herzlich willkommen zu meinem Sonntagsvlog. Es gibt manchmal Phasen im Leben, da ist man mut- und ratlos. Da fühlt es sich so an, als ob in einem drinnen eine erdrückende Leere herrscht. Diese Leere ist nicht greifbar, so ähnlich wie in unserer Schüssel, in der wir nichts sehen, die aber mit Luft gefüllt ist, wo unsere Gedanken auch rotieren und uns umgeben. In diesem Moment brauchen wir einen guten Freund oder eine gute Freundin, die uns zuhört, die uns ihr Ohr schenkt und uns auch einen wohlgemeinten Rat gibt. In dem Sprüchebuch Kapitel 27,9 lesen wir: Süß ist ein Freund, der wohlgemeinten Rat gibt. Solch ein Freund kann sein wie Zuckerwatte, die die Leere in uns vertreibt und unser Leben wieder süß und freundlich macht. Süß ist der Freund, der wohltuenden Rat gibt. Lasst uns in der kommenden Woche wie Zuckerwatte für die Seele eines anderen Menschen sein und dort die Dunkelheit und die Leere vertreiben mit unserer Freundschaft. Süß ist der Freund, der wohlgemeinten Rat gibt. Tschüss!